Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Widder-Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Widder stehen hast, kannst du hier vielleicht eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns den April an. Den Monat April, den Monat der Widder und schauen, was sich hier zeigt für die Widder. Das ist ja euer Hohepriesterin, euer Geburtsmonat, wenn du Sternzeichen bist. Natürlich kannst du auch als Aszendent hier zuschauen oder wie gesagt mit deinem Mondzeichen im Widder. Aber für die Widder-Sternzeichen-Geborenen ist das ein besonderer Monat, denn es beginnt hier eine neue Lebensphase, ein neuer Lebensabschnitt. Denn die Energien ändern sich für jedes Jahr, ändern sich jedes Jahr für jedes Sternzeichen. Da gibt es immer wieder neue Pläne, Seelenpläne und Aufgaben, die auf dem Plan stehen. Da werden die energetischen Schwerpunkte anders gesetzt. Aber wir schauen jetzt erstmal, was sich für die Widder im April zeigt. Der Turm. Hier bricht etwas zusammen. Hier gibt es einen Durchbruch. Eine größere Veränderung bei den Widdern. Mal schauen, ob das nochmal kommt mit dem Turm. So, aktuell haben wir 7 der Münzen, 7 der Stäbe und der Ritter der Schwerter. Eine gute Mischung aus ja, Münzen, Schwerter und Feuer und Stäben. Da sehen wir erstmal, dass du hier aktuell sehr geduldig bist, dass du etwas bewertest, schaust, ob du hier, ob es Sinn macht, an einer Sache weiterzuarbeiten oder nicht. Da bist du sehr geduldig. Es ist eine Geduldsprobe, aber auch eine Karte der Evaluierung, dass man hier etwas neu bewertet, neu einschätzt und ja, fleißig, diszipliniert an etwas auf etwas hinarbeitet. Die 7 der Stäbe zeigt mir, dass du hier sehr stark für dich einstehst, dass du dich selbst behauptest, dass du hier auch möglicherweise dich verteidigen musst, wenn du dich angegriffen fühlst. Wir haben hier die Ritter der Schwerter, der steht für zum Beispiel für verbale Angriffe. Das kann sein, dass man hier kritisiert wird. Dass es hier irgendwelche schwierigen Diskussionen gibt oder irgendwelche Gespräche, wo es wirklich um unschöne Klärungen geht, wo jemand hier auch einfach seine Wahrheit ausspricht oder die auch ja, unsensibel vorträgt. Also das sind wirklich hier so ein bisschen frostige Aussprachen, Diskussionen, Klärungen. Kann auch sein, dass du hier einfach auch sehr auspackst, ne? Je nachdem, ob das jetzt du, deine Energie oder die auch eines Gegenübers. Das ist erstmal, was ich hier sehe, ja? Diese Diskussionen, Klärungsgespräche. Und 7 der Stäbe da, wie gesagt, stehst du für dich ein, aber du möglicherweise musst du dich ja auch irgendwie verteidigen oder siehst dich in der Not, dich hier irgendwie verteidigen zu müssen. Die 7 steht ja für den Wagen. Das ist der Aufbruch. Der Aufbruch in eine neue Zukunft. Also auch eine typische Widderenergie eigentlich, sehr entschlossen. Ja, schauen wir weiter. Was ist denn hier blockiert? Ja. Da ist irgendwo, okay, wir sehen hier eine Unzufriedenheit. Irgendetwas erfüllt dich hier nicht mehr. Irgendeine emotionale Unzufriedenheit. Irgendwas, was hier, ja, irgendwelche Wünsche oder Träume oder Visionen haben sich nicht so erfüllt, wie du es wolltest, wie du es dir gewünscht hast. So, und hier haben wir sogar einen Menschen, ein Gegenüber, das hier dir etwas reicht. Vielleicht bist du auch mit diesem Menschen hier unzufrieden. Das könnte jemand sein, der sich mit dir versöhnen möchte. Könnte auch sein, dass es jemand ist, der dir sein Herz öffnet oder der ja, dir irgendwie zugetan ist und eine Verbindung mit dir sucht. Kann jemand sein, auch der, ja, der Gefühle einfach in deine Richtung hegt, ne? So, aber du bist hier mit irgendetwas nicht ganz zufrieden. Und das hat dir damit zu tun auch, dass man hier an einer Situation festhält oder in einer Situation verharrt, wo es Konflikte gibt. Also man wagt es hier nicht,
sich auf etwas Neues einzulassen oder sich neu auf jemanden oder eine neue Lebenssituation einzulassen. Also hier sehe ich, man hat Ängste und Unsicherheiten und diese halten dich zurück. Diese hindern dich daran, an ein neues Ufer zu gehen, also dich auf eine neue Lebenssituation einzulassen. Oder sie hindern dich daran, neu anzufangen. Ob es jetzt bedeutet, neu mit jemandem anzufangen, indem du dich mit jemandem versöhnst, das wäre möglich, dass man hier mit jemandem zusammen neu anfängt. Oder auch, dass es jetzt jemand ganz Neues ist, mit dem du hier nochmal neu anfängst oder dich auf jemanden neu einlässt. Aber das ist blockiert hier, weil Ängste und Sorgen oder Unsicherheiten dich hier zurückhalten. Gleichzeitig bist du aber auch unzufrieden hier oder nicht so glücklich, nicht so erfüllt mit einer aktuellen Situation. Also da fehlt eben jetzt auch hier so diese Freude, dieses gemeinsame Genießen. Das findet hier nicht statt, diese Verbundenheit. Was sollst du denn tun? Du sollst hier erstmal dein Mittelmaß finden. Im Hinblick hier gerade auf diese Person, die hier auf dich zukommt, da geht es darum, dass du hier aus deiner Mitte heraus handelst, das Mittelmaß findest und dich hier nicht zu Extremen verleiten lässt, nicht zu extremen Reaktionsweisen. Also, dass du hier versuchst, die richtige Mitte zu finden, das richtige Maß zu finden, anstatt in irgendwelchen emotionalen, extremen Reaktionsweisen hier zu verfallen. Die Temperance ist auch die Karte der Heilung, wo es darum geht, etwas in dir zu heilen, deine Mitte zu finden, gelassen zu sein. Es geht darum, ja auch gelassen vielleicht auch auf diese Person zu reagieren, gelassen auf diese Person einzugehen oder die auf dich zukommen zu lassen. Schauen wir mal weiter. Und du sollst nach vorne schauen. Du sollst dir deine Perspektiven, deine hervorragenden, guten Perspektiven anschauen. Du sollst sehen, welche weitreichenden Möglichkeiten und Perspektiven hier vor dir liegen. Denn die haben wir hier. Ne? Wenn du dich jetzt zum Beispiel auf das Neue einlässt, dann liegen hier sehr gute Perspektiven vor dir, aber irgendwas hältst du ja hier zurück. Ne? Du stehst ja auf einem sehr guten Fundament. Du kannst jetzt in die Zukunft planen und Ziele anvisieren in der Zukunft hier, weil du hast hier sehr gute Aussichten. Auf diese darfst du dich jetzt hier besinnen. Ja, und das Ass der Kelche, das ist natürlich hier Programm. Hier liegt eine große Chance. Das Ass der Kelche sagt, du hast jetzt hier eine einmalige, riesengroße, was heißt einmalig, aber aktuell ist sie doch recht einmalig, dass du diese Chance nutzt, jetzt hier wirklich eine tiefe, innere, seelische Erfüllung zu finden. Das heißt, entweder deine wahre Berufung zu finden oder deine wahre Bestimmung und dieser zu folgen, den Herzensweg zu gehen oder einfach eine Erfahrung zu machen, die tief beglückend und tief seelisch erfüllend ist. Das ist das Ass der Kelche, was jetzt hier liegt und die Chance, die hier entwickelt werden will, indem du diesen Impuls, diese innere Chance wahrnimmst und entwickelst. Also diese Chance liegt hier in einem Vorhaben, in einer Vision, in einem Traum, den du hast. Die darfst du jetzt ergreifen und umsetzen. Und das ist etwas, was dich tief erfüllen und beglücken wird. Diese Chance liegt hier. Erkenne diese Chance. Erstmal geht es darum, die überhaupt zu erkennen und dann sie auch zu nutzen. So, jetzt sehe ich, dass du im April sehr viel zweifeln wirst. Du wirst hin und her überlegen, du wirst hin und her gerissen zwischen zwei verschiedenen Optionen oder mehreren. Es gibt dir eine Entscheidung zu treffen. Und das fällt dir hier sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen. Hier haben wir auch den Blick in die Vergangenheit. Du schaust hier zurück in eine frühere Situation, vielleicht in die Kindheit, vielleicht sind das die Kindheitsträume, Visionen, vielleicht ist es aber auch ein Mensch von früher oder eine Vergangenheit, in die du zurückschaust mit jemandem zusammen. Es ist auch so eine nostalgische, wehmütige Anhaftung an eine vergangene Situation. Es können aber auch Kindheitsträume sein, es kann das innere Kind sein, mit dem du dich hier befasst und auseinandersetzt. Oder dass hier jetzt befreit wird und spielen darf. Ja. Drei der Kelche, dass ich Freude. Eine Zeit der Freude, des Feierns, der Festlichkeiten, der Verbundenheit. Da bist du sehr dankbar für etwas. Und es ist auch so, bei den drei der Kelchen freut man sich über etwas, was man erreicht hat. Man ist dankbar für etwas, was man geschafft hat. Und das ist die Energie im April hier bei dir. Wir sehen Freude, wir sehen aber auch einen wehmütigen Blick in die Vergangenheit oder eben auch, dass du dich deinen Kindheitsträumen und Bildern öffnest oder dass hier jemand aus der Vergangenheit auch präsent wird oder eine Rolle spielt,
Vielleicht ist es auch ein Mensch, mit dem du jetzt hier gemeinsam feierst oder Freude hast oder mit jemandem dich hier sehr verbunden fühlst. Aber wir sehen hier auch Zweifel. Ganz starke Zweifel und eine Schwierigkeit hier dabei, eine Entscheidung zu treffen. Königin der Münzen. Könnte ein Gegenüber sein, kannst aber auch du sein. Das ist eine Energie, die ist sehr verlässlich, sehr bodenständig, loyal, treu, sicherheitsliebend, hat einen sehr hohen Selbstwert, die kann Grenzen setzen, die ist in der Fülle, die ist beständig, ausdauernd, diszipliniert, ehrgeizig und. Da kann man stundenlang die Liste ausfüllen, was Münzenergie ist. Aber das ist auf jeden Fall jetzt eine Person, das könnte jetzt deine eigene Energie sein oder die eines Gegenübers. Ach, und da war jetzt König der Schwerter, noch jemand. Noch eine Person und die Liebenden. Also wir sehen hier, was ich hier sehe, sind zwei Personen. Ich habe das Gefühl, dass eine davon bist du und die andere ist ein Gegenüber. Also einmal haben wir hier jemanden, der sehr bodenständig und realistisch ist und einmal jemand, der sehr kühl und verstandesorientiert ist. Der König der Schwerter ist sehr klug, sehr weise, sehr intellektuell, sehr verstandesbetont und sehr logisch argumentierend. Es kann sein, dass das hier eine Verbindung ist, weil wir haben hier die Liebenden. Es kann sein, dass einer von beiden ein Gegenüber ist, mit dem es hier eine Verbindung, eine enge Beziehung gibt. Es kann jetzt sein, dass es darum geht, dass man hier eine Herzentscheidung trifft, dass es darum geht, sich aus dem Herzen jetzt hier für jemanden zu entscheiden, sich auf jemanden einzulassen, aus vollem Herzen ganz bewusst diese Entscheidung zu treffen, um hier mit jemanden in Beziehung zu treten. Ja, sich auf jemanden einzulassen, der ja hier aktuell dir etwas bietet, der dir Gefühle auf dich, der Gefühle zeigt oder sich mit dir versöhnen möchte oder, ne, also das haben wir ja hier, so jemanden, der aktuell hier noch blockiert ist, weil du hier ängstlich und unsicher bist. Vielleicht geht es darum, sich hier aus vollem Herzen auf jemanden einzulassen. Es kann aber auch darum gehen, dass es hier möglicherweise, falls es jetzt hier nicht einen potenziellen Menschen gibt, kann es auch sein, also ein Gegenüber, ein ge potenziellen Partner, könnte es auch zum einen um die Selbstliebe gehen. Da geht es bei den Liebenden auch darum, dass man sich auch aus vollem Herzen jetzt für sich selbst entscheidet, wenn es das ist, was du jetzt möchtest und damit hier auch eine kluge, rationale Entscheidung triffst. Oder eben, dass du dich ja auch für ein Projekt entscheidest oder für irgendetwas, was dir hier am Herzen liegt. Ja, es ist eine Entscheidung aus vollem Herzen für etwas, worauf du dich jetzt richtig einlässt. Ja, und das kann, wie gesagt, ein Mensch sein. Es könnte aber auch alles andere sein. Vielleicht holst du dir auch einen Rat hinsichtlich einer Verbindung, einer Beziehung. Vielleicht gibt es ja auch eine Schwierigkeit oder vielleicht bedarf es hier Unterstützung von außen. Der König der Schwerter ist auch jemand, der sehr klug ist. Das sind auch Experten, Fachmänner, Fachleute, die hier beratschlagen können und unterstützen können. Kann auch sein, dass man hier sich Rat holt, um hier ja, Probleme in einer Verbindung hier irgendwie zu lösen. Könnte auch sein, dass du der König der Schwerter bist und dass das Gegenüber hier eine sehr besonnene, beständige, ruhige Person ist. Eine sehr stabile Person. Dass du hier versuchst, da Klarheit zu bekommen und eine kluge Entscheidung zu treffen, da intellektuell rangehst. Wir hatten ja hier aber auch die Diskussion und die Auseinandersetzungen. Also es kann schon sein, dass es hier auch den einen oder anderen Konflikt gab oder gibt. Also es gibt hier auf jeden Fall aktuell eine Chance. Und die Chance besteht darin, dass du, was immer das jetzt ist, was dein Vorhaben ist, ob es jetzt darum geht, sich auf jemanden einzulassen oder einer Herzensmission zu folgen, deiner wahren Bestimmung zu folgen. Es ist eine Herzentscheidung. Es geht darum, jetzt diese Herzensentscheidung zu treffen. Unabhängig davon, wer jetzt diese beiden Personen sind. Das ist völlig egal. Beides können Anteile von dir sein, beides können aber auch kluge Ratgeber sein, ja. Es geht darum, dass du diese Chance nutzt, deine guten Perspektiven erkennst. Und vor allem ist es hier wichtig, in der Mitte zu bleiben hier. Das richtige Maß zu finden, etwas in dir zu heilen.
Ja, wir schauen mal, was die Orakelkarten hier noch. Hier geht es um die Reinigung. Da darfst du dich reinigen von irgendwelchen alten Energien, Gefühlen, Gedanken. Lass das Alte los. Das Abgeschriebene, das Unbenutzte. Kläre und reinige dich, dein Zuhause, deinen Körper und dein Leben. Lass alles los, das dir nicht mehr dient oder dich nicht mehr unterstützt. Nimm dir Zeit für eine totale Reinigung. Du wirst dich besser fühlen und du wirst auch ein klarer Kanal sein für das Licht. Ein saubererer Kanal für das Licht. Okay, reinige dich von allem, was dir nicht dient. Welche weibliche Urkraft kann dir jetzt hier dienen? Der Wandel mit Hekate. Mit offenen Armen begrüße ich den Wandel in meinem Leben und erlaube mir, meinen Kurs zu korrigieren. Und das ist hier mit die 7 der Münzen genau das, was wir hier sehen. Das ist diese Prüfung, die du aktuell hier machst, wo du dir anschaust, gibt es hier aktuell deinen Kurs, etwas zu korrigieren? Bist du auf dem richtigen Weg? Lohnt sich der Einsatz? Führt dich das dahin, wo du hin möchtest? Oder geht es doch hier darum, nochmal einen neuen Kurs einzuschlagen? Also hier darfst du auch den Wandel begrüßen. Ich schaue mir hier nochmal die Botschaft auch an. Bei Hekate. Das Leben ist dynamisch und Wandel ist ein notwendiger Bestandteil der menschlichen Natur. Du darfst dir erlauben, deine Meinung zu ändern. Habe keine Angst davor, neue Wege einzuschlagen und dich selbst und dein Leben neu zu erfinden. Nur durch Neuanfänge und die Bereitschaft, deinen Standpunkt zu wechseln, kannst du als Persönlichkeit über dich hinauswachsen. Hekate unterstützt dich dabei, deinen ganz eigenen Weg zu finden und begleitet dich bei allen Übergängen, Veränderungen und den dafür notwendigen Entscheidungen. Hier haben wir die Entscheidungen. Ne? Du zweifelst hier etwas an, du überlegst hin und her. Ne? Vielleicht hast du jetzt irgendwo deine Meinung geändert oder siehst jetzt, bewertest etwas anders, betrachtest etwas anders. Und da darfst du jetzt dich auch der Möglichkeit einer Veränderung öffnen und eine Entscheidung treffen, ohne Angst davor zu haben. Die Universumsbotschaft hätte ich gerne für die Widder. Eine Universumsbotschaft, oh, da kommt zwei. Die Angst, ja, genau das. Lass dich nicht von deiner Angst hier bremsen. Ja, lass dich nicht von deiner Angst zurückhalten. Aber hier schaue ich mir trotzdem die Botschaft an, weil die immer so manchmal so schön auf den Punkt sind. Verstehe deine Ängste. Und dann werden sie möglicherweise nicht mehr länger Ängste sein. Angst ist eine notwendige Emotion, aber nur, wenn sie dazu dient, um dich vor etwas zu warnen. Nicht alle Ängste sind real. Würdest du dein Leben anders leben, wenn du weniger Angst hättest? Stehe stark gegen deine Ängste und geh in die Aktion. Ja, also genau, hier, 7 der Stäbe. Steh für dich ein. Geh in die Aktion. Komm in die Handlung. Geh den Herzensweg. Am Ende geht es darum, dass du hier deinen Herzensweg findest. Und dafür mutig einstehst und dich nicht von Ängsten bremsen und zurücklassen. Hier, 6 der Schwerter, da haben wir die Ängste. Da haben wir die Ängste und Unsicherheiten, die dich hier bremsen, weiterzuziehen oder dich auf etwas Neues einzulassen oder in der Situation zurückzulassen. Und diese Ängste darfst du jetzt dir genau anschauen und untersuchen, woher kommen die? Gibt es hier wirklich etwas zu befürchten oder wovor hast du eigentlich Angst? Ne? Und dann dich auf die, wie ich schon sagte, anstatt dich auf die Ängste zu fokussieren, schau lieber auf deine weitreichenden positiven Perspektiven, die hier liegen, auf den Horizont, wo es darum geht, deine Träume zu erfüllen, deiner Vision zu folgen, deinen Herzensweg zu folgen, um deine wahre Bestimmung zu leben. Ja, du darfst hier auch einen Kurs korrigieren und dich dem Wandel nochmal öffnen. Reinige dich von allen Ängsten, negativen Gedanken, blockierenden Mustern, Unsicherheiten.
Davon darfst du dich hier reinigen. So, und wir haben noch Orion hier. Was sagt denn Orion? Und zwar, du musst vorsichtig sein oder du darfst vorsichtig sein, mit wem du zusammen auf die Jagd gehst. Das heißt, mit anderen Worten, sei sehr sorgsam oder achtsam, wer dich beeinflusst. Okay, ich muss kurz immer übersetzen hier, das ist nicht immer so ganz so leicht. Ja, also es ist wichtig und auch positiv, dass du dich fokussierst, dass du den Fokus behältst darauf, was du dir wünschst, was du erfahren möchtest oder was du erhalten möchtest, aber nicht auf Kosten deiner, nicht auf Kosten der Sicherheit anderer oder deiner eigenen. Ja, du musst deine Kraft für das Gute nutzen. Okay, also das ist der Jäger. Orion ist der Jäger. Ja, also es ist jetzt okay. Auch so eine zweischneidige Geschichte hier. Sei achtsam, mit wem du dich hier auf die Jagd begibst und wer dich beeinflusst. Ja, bleib auf dein Ziel fokussiert, aber nicht auf Kosten deiner Werte, deiner Sicherheit oder der anderen. Nutze deine Kraft, deine Stärke für das Gute. Ja, okay. Gut. Abschließend hätte ich hier gerne noch einen Engel für die Widder im April. Welcher Engel kann jetzt hier die Widder besonders bestärken? Da kommt die Macht und Absicht. Ja, da sehe ich auch so ein bisschen diese Jägerenergie jetzt. Da geht es auch so ein bisschen um deine Macht und welche Absicht hast du, ne? Also auch wieder deine Macht nutzen für das Gute und schau auf die Intention dahinter. Aber trotzdem möchte ich auch hier die Botschaft sehen. Die Karte hatte ich noch gar nicht. Also ich kann mich nicht an diese Karte erinnern. So, ich lese komplett vor. Wenn du deine Absichten in Übereinstimmung mit dem höchsten Gut bringst und mit Liebe und Rücksichtnahme handelst, wächst deine Macht. Wenn diese Karte auftaucht, wirst du daran erinnert, dass du zurzeit die Fähigkeit hast, ein Führer zu sein, und du wirst ermutigt, dich auf Liebe und das höchste Gut einzustimmen, damit du aus dem Herzen heraus handelst. Oftmals, wenn die Macht in unserem Inneren erwacht, stellen wir fest, dass unser Ego lauter wird, weil es uns beschränken und uns dazu bringen will, unser inneres Wachstum in Frage zu stellen oder gar zu unterbinden. Lass dich jetzt nicht davon zurückhalten. Ja, das deckt sich so ziemlich mit dem, was wir hier schon gesehen haben, ne? Also einmal nicht, lass dich nicht von den Ängsten zurückhalten oder auch von negativen Gedanken oder Selbstbeschränkungen. Höre genauer auf die Stimme deiner Seele, damit du kraftvoll und effektiv voranschreiten kannst, auf liebevolle Weise. Verbinde dich erneut mit deinen ursprünglichen Ideen und Absichten. Sei es in Bezug auf Dinge, die dir gerade durch den Kopf gehen oder sogar im Hinblick auf dein ganzes Leben. Oft kommt es vor, dass wir ursprünglich eine Absicht haben, doch im Laufe der Zeit verändern sich unsere Vorstellungen. Ja, da haben wir auch wieder diese Flexibilität deiner sich ändernden Gedanken, ne? Dass man darauf auch eingehen darf, ne? Dass man sich das auch erlauben darf. Das Universum reagiert jedoch immer noch auf unsere anfänglichen Intentionen, weil wir sie losgelassen haben. Und wenn wir loslassen, übergeben wir damit die Dinge an Gott. Wenn du also verwirrt bist und nicht weißt, wie du derzeit weitermachen sollst, ja, und das haben wir hier mit den Zweifeln, der zwei der Schwerter, musst du zunächst einmal erkennen, dass du ein mächtiges Wesen bist mit großem Einfluss und Potenzial. Führe ein klärendes Gespräch mit Gott und deinen Engeln bezüglich deiner Absichten. Was sich daraus entfaltet, erlaubt dir, dein ganzes Potenzial auszuleben. Okay. Das ist die Engelbotschaft jetzt für dich. Liebe Widder, ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich hier sehr freuen, natürlich über einen Daumen nach oben oder auch über ein
Kommentar von dir oder auch ein Abo und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir einen wundervollen April und bis zum nächsten Mal.